So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Cult of the Lamb. Das Aften-Game ist immer noch strong. Ich nehme jetzt extra an einem anderen Tag auf. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich rede vielleicht ein bisschen komisch manchmal. Musste echt, einmal war am Reifetag, ist ganz schwierig, tut einem so die Fresse weh. Anyway, wir gehen ein bisschen auf Kommentare ein. Ist gar nicht so viel, ich glaube, weil wir schon in der ersten Folge sehr viel abgehandelt haben. Also, erster Tipp von Eichemax22. Nur so ein kleiner Tipp, du kannst mit Y die Zeit vorspulen. Also im Kult, in der Kultansicht. Wurde mir das irgendwann mal gesagt? Weil es ja voll heftig und wichtig, oder? Danke, Eichemax. So, dann Iwasama. Das ist jetzt sehr viel. Ich breche das mal runter. Also ist eine Person, die wohl das Spiel auf 100% gebracht hat. Ich weiß gar nicht, wie schwer das ist, aber egal. Und da geht es um Betten, dass die einerseits ultra wichtig sind, dann, dass ich die Holzpuppen zerschlagen kann. Und ansonsten waren das so ein paar Tipps, wo aber, ja, ich will eher, ich habe das Gefühl, das Spiel ist jetzt nicht so ultra schwer und hidden und man muss da mit Tipps und Tricks ran, sondern man geht einfach rein und genießt es, weil es ist ja auch nicht sonderlich schwer. Ist übrigens auch ein Punkt, wir werden heute eine Schwierigkeitsstufe schwerer einstellen. Dann von Nick, wir bekommen den Bonus, wenn wir einen Run abschließen, wenn wir beim Bossfight keinen Schaden genommen haben. Nicht beim ganzen Run. Also, vielen Dank für eure Kommentare. Letzte Folge ging ja richtig scheiße ab. Das waren übrigens die Kommentare von der vorletzten Folge. Wir sind jetzt mittlerweile Tag 15 mal 8. Das ist ja voll der Spoiler. Was ist das denn? Also, ne, die vier Bischöfe, Ketzer besiegt und dann kommt irgendein Oberboss, I guess. Okay, wir gehen mal rein. Gut. So. Ich muss mir einmal noch mal kurz ein Bild machen. Genau, das sieht nach noch zwei weiteren Bereichen. Ne, drei weitere. Okay. Ja. Also, ich glaube, ich werde hier nicht so viel mit Deko und sowas machen. Alter, Henning, weinst du, weil Shuyoka am Pranger steht? Pranger, ich weiß es jetzt. So, ich brauche unbedingt mehr Betten. Ah ja, Koller hat ja geschissen, genau. Okay, ich muss erstmal wieder ein bisschen kurz mir eine Übersicht verschaffen. Also, was wir brauchen, sind auf jeden Fall mehr Betten. Dafür brauchen wir Gold und dafür gehen wir auf den Run. Das müssen wir jetzt schnell machen. Schwierigkeitsgrad. So. Ich habe nochmal überlegt, wegen welche Leute kommen hier in den Kult. Ah, hey, ich bin ja mega blind. Krass. Welche Leute kommen im Kult? Und ich habe mir überlegt, also erstmal gab ein Kommentar. Ah, da gehen wir jetzt rein. Geil. Geil, wir können zum zweiten Ketzer. Anura. Klingt wie irgendeine ägyptische Gottheit. Was ist denn jetzt los? Aha. Alter, die Flora hat richtig gewaggelt. Was wollte ich gerade sagen? Achso, ja, gab einen Top-Kommentar, dass es ja auch cool sei, würde ich immer jemanden aus den, oder immer das oberste Top-Kommentar da den Namen nehmen für einen Jünger oder ne, Anhängerin und so weiter. Todesstrafe. Junge, was ist das denn? Das ist eine Waffe. Okay. Nee, das ist ein Fluch. Okay, und Dolch. Vampir-Dolch 4. Ich fände es aber, ich glaube, es ist aber cooler, wenn ich YouTuberInnen aufnehme. Das sind die Trainingspuppen, ne? So die Nummer für einen Test. Ich glaube, es dauert zu lange, als dass es jetzt irgendwie sehr worth wäre. Weil die Zeit geht ja auch weiter. Holz. Okay. Ja, zwei. Nee. Was steht hier? Du betrittst die Länder des Bischofs Hecket. Ich dachte Anura. Ach, so heißt die Region. Jene, die nicht dem Weg des alten Glaubens folgen, werden vernichtet. Ja, das sehen wir noch.
So. Dann komm mal ran, ihr Mad-Moglis. Oh, hauaha. Das ist ja eine heftige Scheiße. Ja, ich habe das Gefühl, mit der Axt kam ich halt bisher echt am besten klar. Achso. Ja, ich glaube, ich will gar nicht so viel farmen, weil ich einfach nur schnell Münzen brauche, um Betten zu bauen. Sonst geht da Rambazamba ab. Bei mir in der Bude. Wisst ihr, bei mir zu Hause, bei der Frau und so. Ach so, ey, wir müssen gleich... Ich muss abrechnen, Leute. Ich muss wirklich abrechnen. Eine Sache. Ich war nämlich gestern... Nee, das hebe ich mir auf. Das machen wir gleich. Ja, ja, ja. Ich wurde... Also... Nee, machen wir gleich. Das wird witzig. So, wir holen uns erstmal eine schöne Karte. So. Erhöht die Chance, bessere... Ja, bessere Truhen. Ich meine, wir haben mit Schwierigkeitsgrad erhöht. Und wir sind in einem neuen Gebiet. Aber ich glaube... Also übrigens neue Gegner, ne? Hier so tolle Frösche. Aber ich glaube, das alte Gebiet, geupgradet, ist schwerer. Das würde zumindest Sinn machen. So, Knochen. Komm, gib Knochen. Kann ich hier fette Rituale machen, ne? Wer ist er denn? Komm doch raus. Das Knochen? Nö. Da ein bisschen Gras. Gut. Knochen, sehr gut. Runter. Gut. Jetzt kommt hier runtergedroppt, Alter. Richtig Assassin, ne? Oh, shit! Jetzt mein Seelenherz weg, oder wie es heißt. Das konnte mir auch niemand sagen, ne? Wie die Extraherzen heißen. So, wo wollen die denn immer hin? Warum kommen die nicht alle und greifen mich an? So. Der noch. Ey, er versteckt sich in den Büschen. Die Sau. So. Weiter. Ja, aber so, also so... Wer seid ihr denn? Viel schwerer ist das jetzt nicht, oder? Laden die irgendwie Attacken auf und man kann die nicht interrupten? Okay, die Gegnertypen muss ich mal gleich inspizieren. Das jetzt... Ja, okay. Siehst du, und auch da ist wieder eigentlich Axt besser. Weil man kann einen fetten Hit landen und dann schnell weg. Was wollte ich sagen? Ja, wer hier wohl der Boss ist. Weil eigentlich, also ihr habt ja gesagt, jo, immer der neue Gegnertyp. Hier sind es ja jetzt mehrere, ne? Aber ich glaube, beim ersten Mal betreten, wahrscheinlich so ein riesiger Frosch. So eine Karte. Erhält die doppelte Lebensenergie beim Heilen. Ja, Abfahrt. Geil. Ja, Jünger for free oder Jünger kaufen? Jünger for free, ne? Aber was ist Fragezeichen? Ich glaube, Fragezeichen ist wirklich random. Also das ist nichts, was man erkundet und danach weiß man... Ja, also so nach dem Motto, dass das Haus auch mal ein Fragezeichen war, bis ich mal drauf war. Nee. Ich glaube, es ist wirklich einfach random. So, Servus. Was machen die denn mit denen? Hey Cat, bitte nimm unser Opfer an und segne uns mit fruchtbaren Böden und ertragreichen Ernten. Halt die Hungersnot fern. Mascha. Okay, ich muss gedrückt halten. Ey, wie die immer mit ihren Küchenmessern hier ankommen. Ey, die wollen richtig Schaschlik aus mir machen. Arschlecken fruchtbare Böden. Oh, da war im Legframe hier. Oh, jetzt gibt's Froschschenkel. Ah! Gut. Achso, eine Sache noch. Fand ich richtig interessant. Irgendwie, ich hatte ja letzte Folge Holly LP erwähnt. Und irgendwie... Oh, was? Du Sau! Und es gab da einen Top-Kommentar, dass man gar nicht wusste, dass Holly streamt. Und man dachte, der macht einfach keinen Content mehr. Weil, ne, also... Für alle, die nicht kennen, ist halt ein YouTuber gewesen, der ja jahrelang Content gemacht hat. Ey, jetzt reicht's aber. Ey!
Und es hat ihm einfach gar keinen Schaden gemacht. Und der hat halt vor 2 Jahren aufgehört mit YouTube und hat gesagt, ich streame jetzt nur noch. Also ist jetzt ein Daily Streamer einfach. Und imagine, du guckst den seit Jahren, kriegst es nicht mit, hä? Also dann kann es ja auch nicht so krass gewesen sein zwischen ihm und dir, muss ich sagen. Ne? Ne, aber schön, vielleicht finden ja jetzt Leute wieder zu ihm. Ja. Und er macht quasi immer noch also so die gleiche Sparte von Games. Das ist jetzt ein Fuchs oder... I guess? Oder irgendein... Ja, Servus, Abfahrt. Das war Holly LP, glaube ich. Aber eigentlich müssen wir jetzt auch echt mal Papfi erstellen. Also es ist wirklich höchste Eisenbahn. Aber da suche ich halt immer noch irgendwas... Großes, Grande. Na gut. Weiter. Boss. Ja, krass. Also... Ich frage mich echt, wie das Late Game aussieht. Okay, Hingabe haben wir voll. Steine, sehr gut. So, Abfahrt. Ich glaube, es muss sich echt aufladen, ne? Hä, irgendwie machen die keinen Schaden, wenn die auf mich springen, oder? Abbruch? Okay, das... Nee, hä? Ach, ups. Das waren die Sachen, die hier aufploppen. Rufe eine gewaltige Ausbruch, mächtiger... okay. Vampir-Axt. Abfahrt. Geil. Ja, sehr gut. Schön vom Boss. Oh! Fast übersehen. Ah, 2. Stimmt, ich habe das, glaube ich, verbessert, ne? So, du willst auf die Fresse. Erbärmliche, unterwürfige und abscheuliche Marionette der roten Klinge. Du hast den jüngsten von uns niedergestreckt. Ah, werden die immer krasser? Wir sind die Bischöfe des alten Glaubens. Wir beschützen vor Ketzereien wie den deinen. Wir sind die Hüter des wahren Wortes und wir werden eine solche Blasphemie nicht dulden. Deine Sünden sind mannigfaltig und dafür loyalen Anhänger leiden. Bla, bla. Was? Dafür wird ein loyaler Anhänger leiden? Junge, das stört sich in Ruhe. Wo bin ich, Anführer? Junge, der hat das beste Item. Lass ihn. Lass stört sich in Ruhe. Der hungert jetzt. Stört sich hungert. Du miese Sau. Junge, den werde ich so verprügeln, den Typen. Was bist du? Hacken. Ja, geil, hacken wir ihn. Aber der Baum hat so traurig geguckt. Oh, der hat ein Herz auch gegeben. Schneckenhaus. Abfahrt. So, wir müssen schnell weiter. Ist schon ein Tag vergangen. Die Leute, die werden mir so... Die werden sauer sein, wenn ich wiederkomme. Die denken sich, Kult? Arschlecken. Im Christentum hier in der Kirche kriege ich wenigstens jeden Sonntag hier Wein und ekliges Kackbrot. Also zumindest einen Schluck. Dann gehe ich dahin. Ja, neue Karte, oder? Töte Hacke, denn dann nur, ja. Neue Karte wird aufgedeckt. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, welche das war, ne? Naja. Ja, Frosch. Oh, kriegen wir dann so einen Frosch-Anhänger? Ah. Okay. Der. Okay. Okay, also die Eier einfach. Ja, Digga, mit deiner Schrot kannst du wirklich zu Hause bleiben. Ja, ist jetzt nicht beeindruckend, muss ich sagen. Oh, shit. Aber ich habe keinen Schaden bekommen, das zählt nicht. Oder? Oder? Das zählt. Oder? Nee, auch nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Oh. Ich finde es krass, wie schnell... Also ich unterschätze immer, wie schnell man nach einem Angriff schon dodgen kann. Das ist halt mega strong. Ey, die könnten wenigstens Half-Life sein, nachdem man sie angehittet hat. Ciao. was ist das denn? Ja, I mean. So.
Oh, 17 Kürbisse. Das ist krass. Muss ich die jetzt alle selber hacken? Was haben wir hier? Kleines Geschenk. 17 Holz. Nehmen wir den Kürbisse. Das andere können wir ja erfahren. Sehr gut. Neue Doktrin. 23 Münzen. Damit kann man 2 Betten machen, glaube ich, mindestens. Weiter. So, Abfahrt. War jetzt Speedrun. Also, was heißt Speedrun? Bin jetzt zügiger durch. Okay, kein Bonus. Also man darf sich wirklich nicht treffen lassen. Weil das Ding ist, ich hatte diese Schildherzen. Aber gut. Gefäß, bittest du mich nicht an? Bringst du mir keine Opfer da, in der Hoffnung, meine Gunst zu gewinnen? Wenn du zu deinem Kult zurückkehrst, wirst du eine neue Opfertruhe finden. Darin kannst du Opfer darbringen, die ich in meiner unermesslichen Güte zu Münzen umwandeln werde. Auf das du den Kult stärken kannst. Das ist geil. Aber ich lasse mich nicht leicht zufriedenstellen. Machst du mir nicht allzu oft die gleichen Geschenke, sinkt der Preis. Okay, also es ist quasi Markt. So, man wandelt um. Aber keine Angst, mit der Zeit wird der Wert wieder steigen. Zoll mir einen angemessenen Tribut und du wirst belohnt werden. Geil. Okay, neue Mechanik. Wie wir immer noch neue Mechanics. Also ist ja insane. Eintracht Spandau. So, jetzt bin ich gespannt. Das ist die Tributruhe. So, wie sauer sind die jetzt alle? Ah, sehr sauer. Okay, wir machen jetzt erstmal Happa Happa. Haben wir Beeren? Gemüsemahlzeit. Krankhafter Durchfall. Nee, lieber nicht. Wir haben keine Beeren. Aber ich habe doch Kürbisse. Kann ich die Kürbisse nicht irgendwie... Was ist denn... Okay, habe ich die nicht entdeckt oder so? Ich brauche Beeren. Leute, was macht ihr den ganzen Tag? Seid ihr deppert? Gehirnwäschepilz. Geil. Hä, wo sind meine Kürbisse? Ich habe doch die Kürbisse bekommen. Hä? Ey, Falco, mach nicht den. Falco, Mann. Aus. Ja. Nein, nicht ermorden. Was ist denn? Also. So. Ich muss jetzt was zu essen machen. Wo sind meine Kürbisse? Hä? Gib mir Kürbisse. Junge, wie der am Meckern ist. Falco, wenn er was vor der Tür hört. Ja, ich glaube dann das, oder? 10% Chance, dass eine Erschöpfung ausgelöst wird. Ist jetzt nicht dramatisch. Hier, da, da! 5% Chance, dass krankhafter Durchfall ausgelöst wird. Ja, dann machen wir die. 5% ist ja nichts. So, kochen. Happa, happa! Ja, Sterzi, komm. Das hast du ja auch verdient. Bitte jetzt kein krankhafter Durchfall. Falco hört jetzt mal auf zu meckern, genau. So, umerziehen. Shoyoka hat sich von deinem Glauben abgekehrt und verbreitet Unwahrheiten. Umerziehen. Hey, wird es nicht besser, wenn sie im Knast ist? Na, muss sie wissen. So, deine Anhänger hungern nicht mehr. Sehr gut. Falco, Mann. So, mehr Betten. Reparieren. Machen wir mal schnell. So, und jetzt... Kolle wohnt hier. Imagine, Kolle wohnt da. So. Was ist los? So. Es gibt nicht genug Betten für deine... Ja, bin doch dabei. Und ich muss Kacke aufheben. Ist auch wichtig. Hier kommt deren Dorf hin. Vor allem, die haben ja auch gut eine Chance gelassen, ne? So. Weg damit. Weg. Es gibt da... Ach so, dafür ist die Krankheitsanzeige. Jetzt im grünen Bereich. Aha. Oh, ich glaube... Hat da gerade jemand gekotzt? Zombie? Naja. So, Scheiße wegräumen. Ey, Falco, wirklich. Zombie, du hast eine Quest. Es gibt Gerüchte, dass Tamumba ein Spion...
ist von einem feindlichen Kult gesandt, um deine Macht zu untergraben. Du solltest mit dieser Person sprechen und die Wahrheit herausfinden. Ach du Scheiße. Pennt Kalle im Freien? Hey, was ist jetzt passiert? Kalle, geh pennen. Erstmal segnen. Stimmt, du musst alle segnen. Mann, Mann, Mann. Hey, 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 hey. Nein, nein, nein. Hallo. Geh pennen. Nein, 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 geh pennen. Kalle, ich darf dich nicht verlieren. Schlaf. Schlaf meinetwegen auf dem Boden. Mann! Ach so, Tamumba. Hallo, Anführer. Was für ein schöner Tag im Paradies. Wenn ich hinzufügen darf, du siehst heute besonders glorreich aus. Boah, das ist schon sehr suspicious. Hä? Und jetzt habe ich es rausgefunden, was? Henning! Ich segne dich. Ran, weiter arbeiten. Oh, hast du jetzt Level 4? Ja, krass. Bettruhe. Abfahrt. So. Pass auf. Toilettenhäuschen, Heilquartier, Reinigungsposten. Also ich glaube, Reinigungsposten wäre schon... generell, das sollte man alles, glaube ich, haben. Hier große Unterkunft auch. Beichtstuhl, witzig. Propagandasprecher. Das ist doch gut. Ich glaube, wir haben auch genug für zwei Sachen. Missionarstufe 2. Was macht der dann? Entsende 3 Anhänger gleichzeitig auf heilige Mission. Die Anhänger werden größere Erfolgschancen haben, Mission schneller abzuschließen. Und, ah, das sind die Belohnungen und es kann ein Anhänger generiert werden. Kann es sein? So ein Erntetotem wäre auch gut. Und ich glaube, ich brauche unbedingt eine Vogelscheuche. Scheiße. Oh, ich brauche so viel. Ich glaube, ich muss einfach mehr Leute beten schicken. Vogelscheuche ist wichtig. Ich glaube, richtig viel Ertrag geht flöten. Und automatisch ernten wäre auch geil. Dann haben wir gar keine Nahrungsprobleme mehr. Würde ich behaupten. So. Was macht ein Reinigungsposten? Okay, dann räumen die ihre Scheiße weg. Aber wenn es Toilettenhäuschen gibt, bräuchte ich das noch nicht, oder? Ja, die können auch einfach Bettruhe machen. Propagandasprecher. Ah, die beten und die beten und arbeiten 20% schneller. Sprechen 20% schneller. Double time! Ja, geil, dann mache ich das. Ach so. Den kann ich doch upgraden, oder? So, Tamumba. Also ich muss jetzt alle erstmal auch segnen. Guck mal, Zombie ist auch ganz geduldsam. Stimmt, die Quest ist ja auch dann. So, was ist jetzt los? Nun, offensichtlich ist da etwas im Busch. Du musst mir glauben, Anführer. Tamina, mach keine Scheiße, bitte. Na gut. Ich bin suspicious. So, wer warst du noch? Du bist Kolle. Angeblich ja ein Fuchs. Ja, reden wir gleich drüber. So. Ich segne dich mal trotzdem. Kolle hat denn echt wieder Kolle-Mode gemacht. So. Ja, Kolle, super. Toll, toll, toll. So. Ja, ich will doch mit dir arbeiten, weil es muss jetzt auch mal vorangehen. So. Ich habe kein Geld mehr. Dann tauschen wir jetzt mal um. Anhängerfleisch? Ja, ich glaube, das ist eher so Late-Game-mäßig was. Boah, Alter, wie viel Geld! Hammer. Ich brauche mehr und nicht besser. Erstmal vor allem. Hier kommt ein richtiges Dorf hin. So. Bauen. Ich muss jetzt hier zügig. Ich kann mir das nicht mehr erlauben. Kolle! Vor meinen Augen! So, jetzt. Jetzt segne ich erstmal alle durch. Habe ich die schon gesegnet? Geht das überhaupt? Ja, Kalle, Mann. Mein bester Mann. Wirklich.
Ja, du hast schon meinen Segen erhalten. Ist richtig. Ja, er ist auch nicht greedy. Sind die Holzhütten eingestürzt? So, du bist mein Haushund, Kalle. Wirklich, das Voice-Over ist einfach nice. So. Toll. So, ich muss jetzt, ja, das ist doof, dass die nicht arbeiten, sondern meckern. Das ist wirklich doof. Okay, also wir müssen Sachen bauen. Ich brauche wieder Holz. Vogelscheuche. Boah, Alter, wie viel... Boah, ich brauche so viel Gold. Angeln gehen? Oh, das ist ja worth. Bisschen nur noch ein... Was da gerade passiert? Haben Tamumba und Zombie gerade rumgeknutscht? Ich da... Hey, Zombie hat doch mich auf sie angelegt, Gedanken lesen. Hat eine neue Liebschaft. Ich raste gleich aus. Ist das euer Scheiß Ernst? Hat eine... Das habe ich nicht erwartet. Vor allem nachdem er, dieser eklige Hund, Zombie, nachdem du mich auf sie angesetzt hast, dass sie eine Verräterin... Und dann machst du mit der rum? Was ist das denn? Das ist ein Affront. Das ist ja einfach nur hinterhältig. So, pass auf, wir machen jetzt erstmal Rituale. Nee, wir machen jetzt erstmal die Leute hier reinholen. So. Bitte verschone mich. So, da habe ich gesagt, das ist Holly LP. Klein oder groß? Boah, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich finde es immer wichtig, dass man die Leute wirklich korrekt schreibt. Weil ich hasse es selber, wenn ich da, also auf jeden Fall minder 0, wenn ich da hocke und Hand of Blood geschrieben werde und alles steht auseinander. Ja, ich habe es richtig gemacht. Geil. So. Ich fände es schön, würde dabei stehen, was das ist, weil ich komme gleich noch zu einem Thema. Naja. Aber, achso, aus Anura. Ah, okay. Düsterholz, allgemein. Das ist eine Katze, ne? Da habe ich reingeschissen. Naja, ist aber egal. So. Das sollen... Na gut, reden wir gleich drüber. Ich tease das die ganze Zeit an. Er hatte bei der Rekrutierung 10 Glaube. Ey, Holly, geil, danke. So, next. Oh, du gehst beten. Ah, und da ist doch Papfi. Bitte verschone mich. Ja, mache ich. Papfi. Alter, Papfi ist ja übel gut. Er hält Glauben beim Bau besserer Unterkünfte. Erhalte Glaube. Und 15%. Der levelt übel fast. Farbe? Ja, Papfetti muss schon pink sein, oder? Ja, das ist Papfetti. So. Abfall. Leute, falls ihr Papfi nicht kennt, schaut unbedingt vorbei. Beten. Du betest für mich. Feigels, hör auf! Ich... Mann! Okay, ich habe ein Problem, Leute. Ich habe ein Problem. Aber ich würde gerne die Zeit anhalten. Okay, ja, wir müssen nämlich unbedingt, bevor Nacht wird, jetzt Rituale und so machen. Also, Folgendes ist passiert, ja? Ich war gestern Ramen essen. Ja, schön in Berlin rein, kann man super Ramen essen, war toll. Unter anderem mit Tamumba und Kolle. Und beide, ist jetzt natürlich nur meine Version der Dinge, beide fangen aus dem Nichts an, über mich herzuziehen. Schimpftriaden, Tiraden, Dings. Kolle ist sauer, weil sie sei angeblich keine Katze, sondern ein Fuchs. So, da sage ich mir, mein Gott, also, mein Gott, ja? Dann ist es halt ein Fuchs, so, weil sie hat halt weiße Katzen, so, und ich habe hier wohl einen Fuchs genommen. Aber steht ja auch nicht dran. Also, wer sagt, dass das keine Katze ist, nur weil es ein anderes Model gibt,
was eher nach einer Katze aussehen würde, in den Augen von Kolle. Wisst ihr, wie ich meine? So. Und dann, während ich da so im Battle bin, jagt mir Tamumba ein Dolch in den Rücken, weil sie sagt, Digga, das ist doch keine Kuh. Das ist ein Reh. Also bei ihr jetzt. Und ich hock da, will Rahmen essen. Ich fand's unfair. Und wie undankbar kann man sein? Ich, der große Hand of Uncut, bringe hier die Leute in mein Let's Play und die können nur meckern. Und ich habe gesagt, ich mache Folgendes, wenn ich aufnehme, nächste Folge, ich lasse euch gegeneinander antreten. Ihr battle euch. Ihr macht euch jetzt so nass. Wirklich, das habt ihr verdient. Also erstmal halte ich eine Predigt. So, Falco, du hörst ganz besonders zu und Pia auch. Oh, geil, nice. So. Nekromantenwaffen stehen hier an auf. Das ist ja geil. Flucht des Okkultisten. Maschallah. Okay, also Nekromantenwaffe. Aber heftige Flüche können auch schallern. Ich würde gerne erstmal gucken. Drei neue Flüche. Erhöht die Gesamtmenge deines Eifers. Oh, das ist gut. Das ist gut. Dann machen wir das. Pass auf. Abfahrt. Oh ne, warte mal. Ah ne, insgesamt unterm Strich brauche ich 8. Ich dachte so, auf dem Layer, auf dem Level vom Herz brauche ich Sachen zum Freischalten. So. Toll. Danke Leute, dass ihr zugehört habt. Ehre geht raus. Aha. So, dann gibt es jetzt ein Ritual, Leute. Oh, ihr habt so Glück. So Glück. Krone. So, wir haben eine neue Doktrin, Freunde. Was machen wir? Gesetz und Ordnung, Arbeiten und Beten, Jenseits, Versorgung, Besitztümer. Also die drei sind auf jeden Fall meine Favorites. Das hier einfach nur für Spielfortschritt. Ich glaube, ich meine, umso eher wir schön Spielfortschritt haben, umso schneller kriegen wir... Ja, Jenseits ist lustig, weil ich bin ein Schreckensherrscher. Bisher noch nicht so, ne? Das Ding ist, ich habe aber mir eine Truppe erstellt von Leuten, die ich halt wertschätze. Da fällt mir das auch ingame schwer, die zum Beispiel nachts schön mal Falco umbringen. Das geht nicht. Kann ich nicht machen. Aber der Tod ist ja auch nicht das Ende. Wisst ihr, wie ich meine? Er steht da ja auch. Ich glaube, ich mal erstmal arbeiten und beten. Genau, dass das Beten irgendwie mehr ballert. Inspirieren. Also Fleisch-Anhängerbefehl checke ich nicht. Inspiriere einen Anhänger, um seine Loyalität drastisch zu steigern. Ersetzt das Segnen. Ich level die schneller. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was das Leveln eigentlich bringt. To be honest, ne? Also, ich gehe von aus, dass die halt produktiver dann sind und so und besser in allem, aber... So richtig die rohen Stats habe ich jetzt noch nicht gesehen. Schüchtere einen Anhänger ein, um seine Loyalität leicht zu erhöhen und um ihn auch 2 Tage lang 10% härter arbeiten zu lassen. Ersetzt das Segnen. Krass. Also langsamer leveln, aber die geben dann mehr Gas. Klingt gut. Anhängerbefehl. So, die wird verkündet. Ihr arbeitet schneller! Könnt froh sein, dass es noch nicht die Peitsche gibt. Ja, aber die leveln auch so gut. Sage ich jetzt mal. Doktrin. Da gucken wir jetzt einmal uns das Neue an. Toll. Achso, ja, nochmal. Nein, nein, nein. Ihr wartet. Die gehen, glaube ich, schon. Scheiße. Was hatte ich hier? Achso, Arbeitstempo einfach erhöht. Gut. Ja, habe ich alles, ne? Ey, scheiße, ich wollte die sich eigentlich abstechen lassen. So eine Kacke. Na gut. Ja, steche ich jetzt Falco in der Nacht ab? Das ist hier die Frage. Oh,
Oh, Leute, ich habe immer noch zu wenig. Scheiße. Ja, ich habe ja zwei dazu bekommen, ne? Ich könnte jetzt Falco umbringen. Der ist halt kurz... Wenn ich jetzt auf den Run gehe... Oh Mann, Sterzig ist so traurig, wie er immer arbeiten muss. Mit den Augenringen. Naja, hilft nichts. Ich spare mir halt auch ein Bett mit ihm, ne? Es ist halt super. Sterzig, also ich muss ja wirklich sagen, arbeite schneller. Abfahrt, komm, verpiss dich. Was ist denn jetzt los? Glorreicher Anführer, wir haben Zombie beim Bestehlen eines anderen Kultmitglieds erwischt. Wir verlangen Gerechtigkeit. Bitte, Anführer, steck den Langfinger ins Gefängnis. So, jetzt langsam reicht's mir aber. Zombie, erst spannst du mir meine Freundin aus. Und jetzt stiehlst du noch und du willst, dass ich meine Freundin... Du stehst jetzt auf. Aufwachen. Brauchst gar nicht grummeln. So. Gedanken lesen. Hat er vielleicht hier irgendwo so, ha, ich habe Gold mitgehen lassen? Das Ding ist, ich vertraue Sterzig. Ne? Also du kommst in den Knast. Steh auf! Ab in den Knast. Keine verfügbaren Gefängnisse? Dann bauen wir eins. Ihr kommt alle in den Knast. Wenn ihr, wirklich, ich bin da, Falco auch. So, die Scheiße kann weg. Gut, dass es die Truhe gibt. Die rettet echt gerade Seelen. So leiden unter meiner Herrschaft. Ich habe gerade ein Häppchen bekommen. So Sterzig. Ab hier darf er nicht mal schlafen, ne? Ist nice. Ich glaube, das Ding steigt einfach nur nicht mehr, weißt du? Ihr Ungehorsam. Ihre Zweifel. Das macht das Gefängnis. Und man muss sie dann langsam aber sicher umziehen. So, Zombie kommt in den Knast. Stetig, da vertraue ich dir. Aufwachen! Brauchst gar nicht so tun, als ob du betest, du Stück Scheiße. So. Du wirst verhaftet, du Frechdachs! So. Du hast Zombie geweckt. Das ist das Problem? So, Stetig. Ich hab's getan. Schau's dir an. Danke, dass du für unsere Sicherheit sorgst, Anführer. Toll. So. Jetzt nochmal mit allen hier interagieren. Hier, jetzt reiß die mal zusammen. Tamina heult natürlich. Die anderen lachen ihn aus. Sehr gut. Falco, mach keinen Scheiß, bitte. Fuck. Falco, ich darf Falco nicht verlieren. Das geht nicht. Scheiße. So, du wirst entlassen. Und Falco, du musst leider kurz mal in die Kiste. Du, es muss aufhören mit dir, wirklich. Raff dich mal. Hier wird nicht gebellt. So. Einschüchtern. Tamina, noch einmal, ne? So, jetzt gib mal Gas da. Bet mich an. So, Kalle, also du musst jetzt auch mal, du hast schon mal besser performt. Gib jetzt mal Gas hier. Früher hast du ja drei Bäume schon gefällt gehabt um die Uhrzeit. So, Holly. Willkommen. Wird eine geile Nummer. So, dann Kolle. Du kannst froh sein, dass gerade auf Abklingzeit ist, ne? Ritual. So, und jetzt raff dich. So, Zombie. Noch einmal, du kommst in den Knast. Du kannst froh sein, dass ich hier noch nicht irgendwie einen Galgen habe oder so. Ich hoffe, es kommt ja noch. So. Wer arbeitet eigentlich auf dem Feld? Oh, endlich Beeren. Sehr gut. Die muss ich ja eh selber sammeln. So, was brauche ich am dringendsten? Also ich glaube, mit Betten, okay, ja, ist super wichtig, verstanden. Ich muss auf jeden Fall wieder Holzbuden bauen. Das ist wichtig. Die werden anscheinend abgefarmt. Da würde mich mal interessieren, wie viel Holz gebe ich eigentlich aus für eine Bude und wie viel kriege ich da raus, wisst ihr? Und warum arbeitet Sterzig hier eigentlich nicht?
Das habe ich jetzt auch noch nicht verstanden. So, die geben, die kann ich halt gut für Gold einsetzen. Sterzig. Oder Kalle, genau. Sterzig. Was ist los? So sollst du die Farm bestellen. Tag und Nacht. So, ich muss mir einmal kurz die Übersicht verschaffen. Also, glaube, kann ich den noch nicht upgraden? Nee, okay. Doch, nee. Ja, das bin ich, toll. So. Wahrscheinlich kommen die besseren Rezepte mit einer besseren Kochstelle, kann das sein? Also, ich brauche auf jeden Fall eine Vogelscheuche. Aber auch jetzt nicht so ultra dringend, glaube ich. Glaube ich. Wirtschaft, Raffinerie. Ach ja, da kriege ich bessere Ressourcen, genau. 15 Holz brauche ich. Gut. Ja, dann gehe ich jetzt, glaube ich, auf den Run. Wobei, es ist ein neuer Tag, ne? Das heißt, wir können auch hier nochmal eine Runde predigen. Kommt alle zu meiner Predigt, Kinder! So, ihr werdet abgefarmt. Ich glaube, umso weniger Runs man macht, umso einfacher werden die auch. Weil umso mehr Zeit man hier verbringt, ist ja krass. Man boostet sich ja so heftig. Ja, nee, okay. Ihr könnt euch verpissen. Was macht Papfi eigentlich? Ach, der betet auch, ne? Super. So. Dämonenbeschwörung. Okay, pass auf. Also, Erntetotem wäre super. Aber kann ich eh noch nicht bauen. Beichtstuhl, Propaganda, Dingsbums. Opferstatue. Ja, geben mir dann meine Anhänger Ressourcen. Das wäre schon auch sick. Günstigere Rituale. 50%. Ui. Ah. Was kommt denn hier so noch? Große Unterkunft. Ritualabklingzeit. Das ist sick. Ja, dann machen wir, glaube ich, einen Beichtstuhl. Ich glaube, das ist witzig. Aber vielleicht auch erst nächste Folge. Was bringen Dekoration? Verschönert dein Basislager. Wen juckt es? Ja, ich glaube, dann ist es tatsächlich das Toilettenhäuschen. Weil dann meinetwegen, also es ist wie ein Dixi-Klo auf dem Festival dann, glaube ich. Da scheißen die halt alle dann übel rein und keiner sorgt sich drum. Aber dann ist es so. Und dann reinige ich das einmal. Oh, da brauche ich die besseren Ressourcen, die Bretter. Okay. Gut, also ich brauche Holz. Ich gehe jetzt auf einen Holzrun, I guess. Abfahrt, oder? Oh, guck mal, Pia ist richtig. Ey, Tamina, du. Dir brauchen die nicht leid tun. Die haben Missetat begangen. Weißt du, wie ich meine? War schon. War schon. Super. Ich hätte richtig Bock später auf Peitsche und so. Naja. Ich könnte Fische holen für bessere Mahlzeiten. Ja, das mache ich einmal, weil dann kriege ich da auch dauerhafte Verbesserungen. Und was sollte ich hier nochmal machen bei der scheiß Flamme? Ah, das kann ich mir natürlich... Ja, ja, ist ja gut. Dann ziehe ich mir das einmal. So. Und einmal schnell angeln. Abfahrt. Habe ich? Oh. Ich glaube, das ist ganz gut. Das ist ein Kleiner, der ist easy. Brauchte er noch Oktopus? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Boah, genau in die Mitte. Ja. Okay. Ja, lohnt schon. Allein für Essen, oder? Schwer zu sagen. Oh, Schwertfisch. Die kannte ich aber noch nicht.
glaube schon super gut, hier seinen Kram freizuschalten, weil... Naja, so dauerhafte Boni kann man nicht unterschätzen. Oh, scheiße. Mhm. Oh, drei, Alter, geil. So, der Lütte. Und dann sind wir hier auch durch. Geht ja schnell. Ah, das hat halt wirklich etwas von Animal Crossing. Oh, ich habe irgendein Achievement bekommen. Lehre ein Lamm zu fischen. Habe ich jetzt alles einmal? Oh, da ist gerade ein neuer gespawnt. Okay, wir gucken jetzt einmal. Genau das. Nice. Jetzt habe ich 3 von 4. Jetzt brauche ich nur noch... Was war das? Ein Krebs? Eine Krabbe? Komm, das ist es. Junge, die spawnen ja überkrass nach. Okay, ich hau rein. Was muss ich hier nochmal bezahlen für? Münzen. Hier. So, dann einmal zum Dorf. Ich meine, richtig viel Münzen kriege ich natürlich bei dem Heini oben, aber das mit der Glückslotterie mache ich nicht nochmal. Das war ja komplett für den Arsch. Oh, sehr gut. Ihr betet schön bald. Siehst du, wenn das voll ist, hören die halt auf. Das ist das Problem. Das ist das Problem. So. Bärenmahlzeit. Leckere Fischmahlzeit. Übergeben ist nicht schlimm. Oh, köstliches Fischgericht. Chance, dass wertvolle Ressourcen hinterlassen werden. Chance, dass ein kranker Anhänger von der Krankheit sich erholt. Krass. Ja, nehmen wir mal. So. Ah, das hat ein kleineres Fell. So, ich müsste ja oder könnte ja auch was essen. Naja, egal. Für 12? Alter, Anhängerfleisch für... Ah, nee. 9. Ja, okay. Machen wir aber. Oh, ich glaube, Stärke geht's einfach nicht gut, ne? Oh, Papfetti, Alter! Papfi! Danke, Bro! Okay. Ah, fehlt noch ein bisschen Holz. Aber wir können jetzt die Holzbude bauen. So, 15. Ja, wenn die immer eh abgerissen wird... Ja gut, erstmal kann die hier hin. So, 15. Ja, sollte easy rausgeholt werden, oder? Es gibt echt viel zu tun. Ich brauche eigentlich echt diese Buden, die mir erlauben, hier nicht mehr so viel tun zu müssen. Also, ne, automatisch ernten, Toilettenhaus, sowas. Um dann, mehr Runs machen zu können. So. Henning ist Stufe 4. Ach, guck mal, da habe ich aber noch nicht die Prozentchance, Anhänger zu bekommen. Das ist dann anscheinend echt auf der nächsten Stufe. Ja, hol mir mal Holz, Digi. Abfahrt, Henning. Sehen uns. Ey, zu 12% verliere ich den, ne? Das ist schon... Vielleicht sollte ich da eher... Naja, Henning ist mir auch schon echt ans Herz gewachsen. Zombie, Alter, was ist dein Problem? Anführer, Tamuma macht weiterhin einen auf gläubig. Es muss etwas geschehen. Ins Gefängnis mit der Ungläubigen. Also, das ist so krass. Das ist so eine hinterhältige Schlange. Dann geht Glaube verloren von allen. Also von meiner... Du bist doch Jack. Aber eigentlich hätte sie eine Strafe verdient, weil... Hallo, Kalle. Achso, der redet mit Tamina. Na gut. Die Vertonung ist... Insane. Ich lehne ab. Ich steck Tamina nicht in den Knast. Ich habe auch gar keinen zur Verfügung, du Arschloch. So. Jetzt ist Nacht. Aber ich glaube, Pia kann auch bald raus. Jetzt kann ich hier natürlich Häppchen jagen. Wir gehen jetzt auf den Run. Ah, das war falsch. Ich muss ja hoch. Ich weiß das schon gar nicht mehr, wie ein Run geht. So. Hast du irgendwas? Schmutz. So, Abfahrt. Anura. Ein paar Frösche klatschen. Oh, eine Keule? Nee, tückisches Schwert. Ah, vergiftet Gegner.
Geil. Und? Verschießt Projektile, die Gegner verfolgen. Heftig. So, ich kann jetzt, glaube ich... Ja, wobei der Glaube ist recht low gerade. Durch die fehlgeschlagene Quest. Oh, Gehirnwäschepilzspore. Eventuell... Lol. Eventuell gebe ich ein bisschen Gas. Was sind das für Dudes? Was geht bei euch? Bitte, tut uns nichts. Wir sind einfache Anhänger, die sich an einem unbekannten Ort verlaufen haben. Der große Sozzo hat uns geschickt, um mehr von seinen geliebten Gehirnwäschepilzen zu finden. Er interessiert sich nur für Pilze, er wird immer wahnsinniger. Aber als wir hier ankamen, wurde uns bewusst, dass wir nicht wissen, wie man Pilze findet. Hey, ihr seid Pilze, Digi. Und jetzt haben wir zu viel Angst, um mit leeren Händen zurückzukehren. Wenn du ihm Pilze bringen würdest, würde er dich sicher belohnen. Du findest ihn bei der Sporengrotte. Siehste? Aha. Oh, das ist aber ein fetter Fliegenpilz. Gut. Hier in der Kiste vielleicht? Nee? Oh. Kann ich euch töten? Perfekt. Hat bestimmt keine Negativ... Oh, der gibt uns ja... Ja, perfekt. Du droppst ja Gehirnwäschepilze. Perfekt. Und eine Schnecke. Weiter geht's. So, Leute, wo seid ihr? Shamura. 5 Zacken eines Pentagramms. 5 Zeichen des Untergangs vorab. 5 Geschwister Seite an Seite. Bla bla. 5-mal Arschlecken. Halt die Fresse. Shamura, wir wollten dich nicht stören, aber... Shamura, die rote Krone wird jeden Tag stärker. Sie war sogar bereits schon erfolgreich, wo er zuvor gescheitert ist. Lashy wurde niedergestreckt. 5 werden die 4 werden zu 3, 4, 2, einem Sinn. Shamura, ruh dich aus. Wir erledigen das. Werden wir doch, Kalama. Ja, Schwester, natürlich, Schwester. Du da, Gefäß der roten Krone, knie vor mir nieder oder du wirst bereuen. Junge, du, kannst dich meinen. Du wirst knien oder ich zwinge dich dazu. Was ist mit ihm? Oh, ich verstehe. Naja, dann ist es so. Dann kein Holz. Dann Salz. So. Hier, Pilze? Nee. Da, die geben. Ah, okay, I see. Ja, dann gibt's jetzt nur Ackermatch. Doch cool. Der ist vergiftet. Nice. Nice. Alter, das Gift zieht durch. Nice. Das ist gut. Gift ist ja ultra gut. Vergiftet auch häufig. Ne, es war ja immer so meine Frage: Was ist die Prozentchance? So, ist hier irgendwas Nützliches? Nö. Dann... Karte. Kritischer Treffer oder... Nee, lieber Rüstung. Und weiter geht's. Ja, dann gibt's jetzt einfach echt nur Ackermatch. Oh, das sind die neuen Gegner, I guess. Okay. Die sind ja ein bisschen stressig. Okay, Alter. Okay, die Geschosse verschwinden einfach auch instant. Interesting. Weiter geht's. Das ist ein neuer Gegner, oder? Oha, kann es sein, dass das Gift hochsteckt mit jedem Hit? Dass das stärker wird? Das sah gerade so aus. Beim Treffer wird... allem auf dem Bildschirm Schaden zufügen. Krankes Herz, okay. Wie viele Herzen gibt es? Ja, da stand ja auch der Name. Ja, dann haben die doch Namen. Krankes Herz, okay. Geil, Money. Und Mondhalskette, geil, dann können wir da durchackern. So, scheißegal wo. Das wird jetzt ein Speedrun. Und du kriegst auf die Fresse. Okay. Und weiter geht's. Oh, der hat mich gehittet. Junge, wie viele kranke Herzen habe ich? Das ist heftig. Oh, hier sind Spinnen. Kann ich die fangen oder muss ich die töten? Hm. Wie dem auch sei, ne?
Der ist leider nicht vergiftet. Was sind das für Fliegen? Okay, also der Frosch kackt irgendwie Fliegen. Oh, ich wäre fast vergiftet. Der auch. Okay. Die größeren Frösche, die speien Fliegen aus. Na gut. So, die Knorren zerplatzen ja automatisch, ne? Doppelter Heal, Karte wird aufgedeckt. Ja, aber steht halt nie, welche Karte aufgedeckt wurde, ne? Naja, müssen die wissen. Ah, die Map wurde aufgedeckt, glaube ich. So, ciao. Tückische Panzerhandschuhe? Nee. Dolch? Nee, auch nicht. Warte, kann ich das nehmen? Dann das wieder nehmen? Und die... Ja, genau. Nee, ich finde das schon ultra gut. Was ist da oben? Ach so. Geil. Was Nützliches? Nö. Gras können wir uns jetzt erstmal auch in den Arsch stecken. Scheißegal. Oh. Alter. Ach, die schießen jetzt hier nur in eine Richtung. Huh. Okay. So. Ja, die Knochen gehen alle automatisch Schrott. Gut. War mir doch so. Ja, gehen wir weiter. Ne? Wird gut Gold gefarmt. Sehr gut Gold. Diese sehr gut. Und Hingabe auch ein bisschen. Nice. Knochen. Pilze. Geil. Weiter. Wird durchrasiert. Ach, ich muss gedrückt halten. Die machen halt echt wenig. Das ist sehr geil. Das gibt doch hier Knochen. Nicht? So. Ja, mittlerweile habe ich es ein bisschen besser drauf, ne? Was gibt und so. Aber es wird gar nicht so sehr hervorgehoben, wenn man kassiert, ne? Irgendwie. So, nochmal eine Karte. Nee, hä? Hab ich das Symbol falsch gelesen? Hier gibt's Healing. Ja gut, das brauche ich nicht. Aber was ist dahinter? Oh, da ist eine Kiste? Hm. Ah, okay. Reduziert... Oh, das ist grün. Tür des Todes plus. Reduziert sich die Lebensenergie auf ein halbes Herz, wird allen Gegnern 3 Schaden zugefügt. Nee, brauche ich ja nicht. Wann reduziert sich mein Leben auf... Wir haben schon höhere Schwierigkeitsgrade, ne? Ja, lass den Fisch fallen, das ist gut. Ressourcengärtnern. Notfalls tauschen wir die um in Gold. Oder in Münzen. Übrigens, habt ihr auch gesagt, Gold ist dafür da, dass man... Oh, Gold. Also schlägt ja auch relativ schnell zu. Bläh. Goldklumpen oder so hatten wir ja schon manchmal als Belohnungsoption. Die kann man später wohl zu Münzen halt umwandeln. So. Hoppala. Oh, lol. Ja, das ist gut. Man kann die Fallen natürlich auch für die Gegner auslösen. Ah, okay. Wenn der gehittet wird. Kann es sein, dass die mir keinen Schaden machen, wenn die irgendwie auf mir drauf landen? So mein Eindruck ein bisschen. So, jetzt geh halt. Die Herde ist bereit für eine weitere Predigt. Ein Bett ist zusammengestürzt. Nur die bauen Scheiße, ne? Es ist unfassbar. Wer lässt denn da immer die Betten zusammenstürzen? Das ist ja absolut ungeschickt. So, weiter. Oh, was ist das? Vampirschwert 6.
Göttliche Explosion. Ich habe das Gefühl, meine Sachen sind immer noch besser, was DPS angeht. Oder? Also das hier... Ja, das hat nur ein Damage mehr. Gleiches Tempo, ein Damage mehr, aber vergiftet nicht. Das ist halt Garbage. Und das soll zwei Stufen besser sein. Krass. Das Vergiften macht ja so viel Damage über Zeit. Also, gerade beim Bossfight muss es ultra gut sein. So. Schöne Iframes hier. Ah, da hat er mich mal erwischt. Gut. Okay, jetzt habe ich gefühlt gar nicht vergiftet. Den Raum hier. Oh, auf die habe ich nicht geachtet. Naja. Oh shit, jetzt geht's aber los. Das geht aber nicht. Wann speit er die? Ich habe noch nicht so richtig drauf geachtet. Oh, das könnte Holz geben. Nee. Hm. Die baiten immer mit den ganzen Baumstämmen. So. Und weg mit dir. So. Ja, läuft doch. Rennt. Gehe ich richtig? Hoppala. Ich glaube, ich kann noch länger aufladen. Die sind halt schon nervig. Muss ich schon sagen. Aber die, die fliegen, speien auch. Muss ich auch sagen. Ja, aber es ist echt immer noch echt einfach. Aber vielleicht bin ich auch overpowered, dadurch, dass ich so viel Zeit im Dorf hinter verbracht habe. Wann speit er die? Aha, wenn er so aufblinkt. Okay. So, was geht jetzt? Panzerhandschuhe des Sturms. Oh, eine Axtstufe 7. Die muss ich mitnehmen. Macht halt doppelt so viel Damage. Krass. So, Abfahrt. Bossfight? Sehr gut. Oh, was bist du denn, Alter? Eine richtig ranzige, vernarbte Eule. Ach du Scheiße. Oh. Nein, 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 nein. Ah. Okay. Ja, ja, gut, jetzt. Ja, zu langsames Angriffstempo gegen die. Muss ich so spielen? Und er hält halt. Er holt halt auch sehr lange aus, ne? Okay, jetzt wird's kritisch. Ich habe das Gefühl, gerade die Axt war jetzt nicht so gut. Oh mein Gott, hat der mich rasiert. Scheiße. Das war ja ultra bad. Oh Mann, das war mega machbar. Das ist ja ultra ärgerlich. Da bin ich aber... Ja, ja, ist doch gut. Du brauchst mir jetzt auch nicht in den Ohren rumlecken, da die Scheiße. Warum mache ich denn den Run? Mann! So, was ist jetzt hier? Kolle auch? Die streiken alle! So, was jetzt hier ist? Warum ist der... Also, man kann auch nicht mal weg. Es ist doch scheiße. Ihr hört mir jetzt mal zu. Warum so wenige? Die anderen... Okay, die, die im Knast sind, nicht? Na gut. Nekromantenwaffen könnten auch witzig sein. Gerade im Bossfight, wenn die halt Ads spawnen. Ne? Guck mal, die fliegen zum Beispiel. Das wäre ja ultra heftig gewesen. Ja, man muss aber halt auch immer wissen, welcher Boss kommt dann. Ne? Hm. So.
Neue Doktrin. Kann man das Glaubenscap erhöhen vielleicht? Okay, machen wir einen Jenseits. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, mit dem du tote Anhänger wiedererwecken kannst. Begräbnis. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, um ein Begräbnis für einen deiner kürzlich verstorbenen Anhänger durchzuführen. Junge, können wir Monte wiedererwecken? Das ist ja geil. Das ist ja mega geil. Okay, Leute, so. 150 Knochen. So, niemand soll sagen, ich wäre nicht ein Mann des ihr Dings Wortes, versteht ihr? So. Tamina und Kolle. Ihr wolltet es nicht anders. Jetzt wird sich geprügelt. So, auf die Fresse, komm. Auf da. So, nehme ich. Ja, Nicole. Was soll ich machen? Ich meine, offensichtlich machst du auch noch schlechte Stimmung gerade. Aber ich glaube, es wird ein Gefängnisslot jetzt gleich frei. Deswegen lasse ich mal Gnade vor Rechte, aber es ist die letzte Warnung. Ja? So. Ich will auch keine schlechte Stimmung. So, Doktrin mal angucken. Toll, toll, super. Wait a minute. Nee, alles gut, ne? Oder? Hier ist ja jetzt Cooldown, genau. So. Hier. Was ist los? Hör jetzt auf. Wie lange willst du noch im Knast sein? Danke. Und raus mit dir. Geh arbeiten, komm, verpiss dich. So, Kolle. Willst du noch mal was sagen? Oder, also, was möchtest du mir mitteilen? So, du wirst jetzt erstmal umerzogen? Ja, ja, tu nicht so. Warte. Und dann... Kann ich sie nicht segnen? Anscheinend geht das nicht. So, ab in den Knast. Falco, aus. So, nämlich. Okay, dann schalten wir... wir haben einiges zu tun. Beichtstuhl? Propagandasprecher. Machen wir das. So. Dann... Pia, was? Oh, Henning ist wieder da. Später, Pia. Ja, sehr gut. 33 Holz! Ach du Scheiße! Ja, geh pennen. So, erstmal hier alle... Henning, geh pennen. Geh bitte pennen. Oh, irgendwer hat gerade übel gekotzt. So, Spur. Aber du gehst auch pennen, bitte. Ich finde schade, dass sich dann immer das Menü schließt. Man ist ja meistens noch nicht fertig. Wer hat hier hingekotzt? Holly! Also, schneller arbeiten. Und wem gebe ich jetzt noch... Guck mal. Naja, wobei Kalle ist so... Hey, Henning, hast du kein Bett? Oh. Eieieiei. Aber hier geht so viel Holz drin flöten, ne? Mein Henning pennt auf dem Boden? Scheiße. Alter, wie Kalle erstmal Kolle auslacht. Geil. So. Alle einschüchtern. Pia lacht auch Kolle aus. Finde ich gut. So, Pia. Wem geben wir jetzt die Mondhalskette, ne? Das ist die Frage. Echt die Frage. Können wir hier noch irgendwo? Ja, vielleicht. Die Holly haben wir schon. Eigentlich müssen wir Zombie dazu verdonnern, mehr zu arbeiten. Der macht hier in der Folge wirklich... Er ist einfach scheiße.
wirklich. Du musst jetzt mal, komm, du gehst jetzt mal richtig ackern. Was machst du? Du hackst einfach Tag und Nacht Holz. Ist mir scheißegal, ich will nichts hören. Nee, oder du betest mich Tag und Nacht an. Ja. Genau. Schön weitermachen. So. Genau, die Pilze können wir wegbringen. Oh, Alter. Okay, scheiße. Wir müssen... Ja. Hm. Ah, schwierig. Okay, erstmal Vogelscheuche. Hm. Wahrscheinlich wäre der Bild... Na. Kann ich innen drin? Geht nicht, ne? Ja, was, wenn ich so ein Beet abreiße? Geht das? Kann ich so ein Beet abreißen? Ne, nur Pflanzen. Na gut. Ist das jetzt wirklich Prio? Ne, ich glaube, im Anbetracht meiner Münzen farme ich lieber nochmal Holz. Ja. Was war denn da in der Truhe? Achso. Okay, jetzt schon 18. Das ist ja schon Plus. Okay. Was, Kalle? Glorreicher Anführer, das Basislager sieht furchtbar aus. Wir bedürfen der Schönheit, um deine Herrlichkeit zu feiern. Lass uns Dekoration zu deinen Ehren. Ja gut, Kalle. Drei Dekos. Ja gut, Kalle, weil du es bist, ja. Sag mal, habe ich dich heute schon angeschrieben? Muss ja auch getan werden, ne? So. Soll ja hier niemand zu kurz kommen. Gut, dann... Ich würde den sehr gerne aufbessern, weil ich habe jetzt alle hier zum Beten verhaftet. Naja. Ja, Dekos, mein Gott. Wir haben 46 Stein. Dann bauen wir mal eine fette Statue von mir auf. Ja? Hier am besten nehmen die Knastis. Oder? Ja, eigentlich müsste ich hier die hinstellen und davor so die Knastis. Das wäre ideal. Dann machen wir das in Zukunft da, oder? Komm, machen wir da hin. Einmal. Ja, und jetzt irgendeine Billo-Scheiße. Fade. Ja, ist das... Gilt das auch als Deko? Ja. Klar. Okay. Dann machen wir jetzt... Heuballen, I guess. So. Abfahrt. Machen wir jetzt einmal schnell. Gibt ja auch Glaube, ne? Ach so, scheiße. Jetzt ist schon wieder Nacht. Na gut. Habe ich nicht Betten für alle? Ja, stimmt. Die beiden sind im Knast. Er arbeitet durch. Er arbeitet auch durch. Er läuft ja gut. Aber ich habe sehr wenig Glaube. Aber ich koche mal ein bisschen was. Genau, ich ernte Beeren und dann kann ich sehr viel kochen. Perfekt. Ja, allein das Ernten, ne? Das ist halt auch viel Zeit, die... Und ich bringe die Pilze weg, genau. Und die Häppchen. Ja, zack, Häppchen. Sehr gut. Diese Sonnenblumen oder Kamillen oder wie die hier heißen. Die sind gut zum Verkaufen. Ich habe jetzt... Ups, ich habe jetzt noch nicht entdeckt, wofür die sonst so... Ja, wahrscheinlich irgendwann für irgendwelche... Ja, auch Mahlzeiten oder so. Ich glaube, später gibt es wahrscheinlich so richtig heftige Rezepte, wo man einfach richtig viel braucht. Stellt sich so traurig, ne? Ach, du pflanzt jetzt Pilze, ja? Na gut. Oder freut er sich aber? Ich hoffe, du probierst nicht davon, Sterzig. Was ist das? Glühwurm? Habe ich gecatcht. Was hat es gebracht? Ich glaube, Hingabe, ne? Oh. Ja, hier könnte ich eigentlich doch auch Nörgler wegschicken, oder? Aber wahrscheinlich sind die gar nicht verfügbar dann. Zombie könnte ich wegschicken. Bis ich ihn los bin. Noch den höchsten Nutzen rausholen. Naja. Hier, was bringt das? Ja, ein Hingabe, wow. Das ist ja heftig. So, das gibt erstmal richtig schön Bärenmahlzeiten, meine Freunde. Und da ist ein Baum gewachsen, jetzt haben wir es mal live gesehen. Krass. So, dann kann ich gleich nochmal predigen, dann ist aber hier Glaube hoch. Ja. Ey, ärgert mich mega tatsächlich, dass wir... gerade den Boss nicht gepackt haben. Das ist richtig bad. Vor allem, der war ja echt machbar. Mein Gott. Klar, war mit der Axt doof, mit dem Fliegen. Aber auch da gab es ja eine Möglichkeit, einmal früh genug zuhauen. Dodgen. Ja.
Ärgerlich. Auch ein bisschen greedy gewesen, glaube ich, was Damage angeht. Naja. So, jetzt kochen wir erstmal. Bärenmahlzeit. Abfahrt. So, stopft euch das Maul. Ja, also ich brauche immer mehr. Ne? Aber der Schrein hat nicht höheres Cap. Das ist echt doof. Da liegt noch Scheiße. Kann ich die Bienen fangen? Da liegt Scheiße. So. Das ist kaputt. Boah, ist ja auch... Ja, ich muss sie auf jeden Fall upgraden auch, um Ressourcen zu sparen im Long Run. Na gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch was bauen können. Ja. Also. Pass auf. Ich glaube, um möglichst schnell Progress zu machen, ist es, glaube ich, am besten bei der Wirtschaft einfach die Gebäude zu ballern, weil dann können wir einfach so viel mehr bauen, so, ne, wenn wir halt Holz und Stein haben. Und im Zweifel verkaufen wir die halt. Gleiches gilt wahrscheinlich bei Nahrung. So, und ich glaube, der ist ja dauerhaft da. Der nutzt ja nicht ab. Das heißt, den kann ich hier hinballern. Und dann baue ich darum die Gebäude. Wisst ihr? So, was können wir noch bauen? Ja, upgraden. Tatsächlich. So, und das war's auch schon jetzt wieder, ne? Hm. Na gut. So, dann jetzt ziehen wir nochmal um. Ihr schwierigen... Hör ich. Also, es ist... Ich finde es zum Kotzen. Ich will nicht noch einen Knast bauen müssen. Ich meine, im Zweifel sperre ich halt einfach alle ein. Gibt ihr bestimmt richtig Hidden Builds. So. Dann gehen wir mal predigen. Ne? Kommet, ihr Kinder. So, und dann... Ja, was machen wir dann? Ja, dann gucken wir mal. Boah, das gibt schon richtig viel. Geil. Nice. Und Sterzig ist kurz vor Level-Up, der Esel. So. Ja. I guess. Das ist sogar eine Mahlzeit übrig. Glaube ist halt ein Problem. Hm. So, wen schicken wir los? Papfi? Schön auf Mission. Alter, Fleisch 87%. Nicht schlecht. Gibt's hier jemand, der über 90 ist? Kalle 93. Aber ich würde es nicht ertragen, wenn die sterben. Wirklich. Ja, das geht nicht. Ja, da ist halt die Stufe wirklich wichtig, ne? Keine Ahnung, vielleicht mit Stufe 20. Weiß nicht, wie weit das noch geht. Sind die dann bei 100% oder so? I don't know. So, ich sollte auch noch eine Deko bauen. Dann mache ich das mal schnell. Dann ist Kalle happy. Denke ich mal, ne, Kalle? Wo bist du? Da. Ist so süß, wie die mal dann so angelaufen kommen. Mein Glaube an dich war gerechtfertigt. So. Zack. Welche Stufe ist jetzt Kalle? Der hat jetzt, glaube ich, auch eine richtig hohe Stufe. Oh, und 20 Glaube hat das gebracht. So, dann fauche ich nochmal alle an. Eins. Und ich glaube, dann können wir doch noch eine neue Doktrin machen, oder? Ja, kack erstmal. Ich wische dir direkt den Arsch ab. So. Ich hätte ihn fast gerade ermordet. Naja. Oh, Kalle gibt auch richtig Gas, weil der halt eingeschüchtert ist, ne? Hab Fatty, Level up. Geil. Steinchen. Theoretisch könnte ich mir die Level-Ups immer aufbewahren. Für, wenn ich vom Run wiederkomme. Aber eben war echt scary. Ich komme wieder und keiner hat Bock auf mich. Das war schon krass. Schneller. Aber es ist wirklich beeindruckend. Ich zittere bereits vor Angst. Es ist wirklich beeindruckend, wie viel man hier im Dorf zu tun hat. Im Kult. So, Holly, Level up. Nice. Guck mal, jetzt geht halt ganz viel Glaube so ins Nichts, ne? Zombie muss unbedingt nochmal angeschrien werden.
So. Und weg. Ja, man hat ganz viel gesehen. Genau, das habe ich. Ja, es geht jetzt gar keine Holzhacken, merke ich gerade. Tamina, das habe ich gesehen. Oh, der kotzt? Nee. Ja, Henning lacht die aus, sehr gut. Das würde er auch machen. So. Henning, ich würde vorschlagen, du gehst Holz hacken. Ah, okay. Na gut. Hatte ich tatsächlich welche, aber ist ja gut. Okay, Leute, das war eine weitere Folge Cult of the Lamb. Hat wieder super viel... Ich liebe das Spiel. Ist ja mega geil. In der nächsten Folge werden wir hier direkt einmal leveln. Göttliche Inspiration. Und bis dahin. Ich verabschiede mich. Tschüssi.